Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Thomas Sander und wir sehen uns hier bei War Robots. Also gleich mal eine Information vorab. Ich werde dieses Wochenende umziehen und habe deswegen eine Weile lang kein Internet mehr. Also ich schätze so eine Woche, vielleicht auch, wenn es schlecht läuft, zwei. Also das weiß ich noch nicht, wie lange auf jeden Fall. Schätze ich, dass ich eine Woche ungefähr kein Internet mehr habe und deswegen auch eine Woche keine Videos mehr kommen werden. Und ja, wenn ich halt wieder Internet habe, dann mache ich natürlich weiter mit den Videos. Und ja, wir gehen einfach mal in den Kampf. Ich rede währenddessen weiter. Auf jeden Fall, ich werde, wie schon gesagt, umziehen. Und also wundert euch nicht, wenn keine Videos kommen eine Weile. Aber naja. Zu dem Ligensystem. Ich bin jetzt Silberliga 1, ja, Silberliga 1. Ich finde das Ligensystem ziemlich gut, auch wenn sich viele Leute teilweise darüber aufregen. Also man regt sich halt, oder viele Leute regen sich darüber auf, dass das irgendwie, dass man halt Punkte abgezogen bekommt, wenn man jetzt verliert. Aber ich finde, es ist eigentlich ganz richtig so, weil wenn man die ganze Zeit verliert, dann kommt man halt irgendwann durch den Punktabzug in eine schlechtere Liga. Klar kriegt man dann kein Gold, aber man kommt halt in eine schlechtere Liga, weswegen man dann halt einfache Gegner vorgesetzt bekommt, weswegen man dann wahrscheinlich auch öfter gewinnt. Klar kann es auch am Team liegen, dass man verliert. Aber ich finde es eigentlich gut, dass man Punkte abgezogen bekommt, wenn man verliert. Klar kann es einen aufregen, wenn man jetzt auf das Gold aus ist, was im nächsten Ligenaufstieg dann mit sich kommt. Aber dass man halt Ding verliert, das finde ich, dass man Punkte verliert, das finde ich eigentlich gut. So, das ist gut, dass das so ist. Also, ich weiß nicht, worüber man sich, oh nee, du. Ich weiß nicht, worüber man sich da aufregen könnte. Also, das ist ja hier quasi das neue Matchmaking mit den Ligen und nicht irgendwie hier neue Goldgewinnungsmöglichkeiten. Dass man Gold gewinnt, ist ja nur eine Nebensache davon. So ein kleiner Bonus, sage ich jetzt mal. Ja, immerhin ist einer kaputt, den Dio, den kriegen wir leider nicht noch zerstört. Wäre schön gewesen. Wenn der Kampf schnell geht, mache ich zwei Parts. Wenn er lange geht, dann mache ich nur einen. Ich habe nämlich nicht sonderlich viel Zeit, wegen meinem Umzug eben. Und darum, ich versuche so schnell wie möglich zu gewinnen oder zu verlieren, je nachdem, wie gut die Gegner jetzt sind und wie gut meine Teammates sind. Ich bin nun mal sehr auf die Kameraden hier angewiesen. Sieht aber eigentlich nicht schlecht aus mit einem Death Button und einem Thunder, Magnum, Leo. Also finde ich ganz hübsch. Vor allem den Death Button. Den habe ich eine Weile auch mal selber gespielt, aber dann habe ich halt lieber die zwei Orkans auf dem Lancelot, weil so wie der Lancelot zum Beispiel da vor mir, so kann ich den halt einfach nicht spielen, weil der macht mir dann zu wenig Schaden auf einmal. Ich finde, den Lancelot, der muss durchstürmen können. Der hat halt ein schönes Schild und so. Und deswegen deckt er halt dann den Schaden weg, aber mit Tarans macht er einfach zu, dauert es zu lange, bis man genug Schaden gemacht hat, und so steckt das vordere Schild halt in der Zeit meiner Meinung nach zu viel ein und man kriegt zu hart auf die Fresse. Einfach Orkans feuern und dann wieder abdampfen. Ah, nee. Jetzt kommen gleich die Plumbas angeflattert. Darauf habe ich keinen Bock. Und da kommt auch ein Death Button. Da habe ich auch keine Chance jetzt gegen. Ach, naja. Mit dem Lancelot bin ich halt unglaublich unbeweglich unterwegs, deswegen das dann für mich auch unglaublich schwer ist, da irgendwie jetzt mich zurückzuziehen, wenn die Gegner an der Übermacht sind, wenn da zum Beispiel, was weiß ich, diese drei Typen, die da rumstanden, da jetzt rumstehen, kann ich mich jetzt halt nicht zurückziehen. Vor allem nicht, wenn ich meinen Sprint nicht aufgeladen habe. Dann bin ich halt einfach quasi machtlos gegen diese Übermacht. Also Lancelot, der ist ja auch nicht übermächtig. Er ist halt unglaublich mächtig, hat einen unglaublich großen psychischen Abschreckwert, sage ich jetzt mal. Weil wenn man jetzt einen Lancelot vor sich sieht, dann läuft man lieber weg. Dann überlegt man sich zweimal, ob man auf den zugeht und ihn angreift. Wow, ging das schnell. Ich bin hier gerade am Roboter wegpfeffern, einer nach dem anderen. Kaum Schaden machen.
Ich versuche jetzt hier auf einen hohen Posten zu kommen. Natürlich ist der Gecko Patton jetzt auf Dead City nicht gerade die beste Wahl, weil der ist halt auch ziemlich klein. Mit dem Fury, wie zum Beispiel der Kerl hier, ist er halt hier in der Deckung und kann noch feuern mit all seinen Kanonen. Wenn ich hier auf der gleichen Höhe stehen würde, wie man sieht, trifft nur eine Gecko und die macht dann halt gar keinen Schaden. Also, der schiebt mich auch weg. Ich stehe ihm hier im Weg. Wollte ich nicht. Ich versuche mit den Geckos hier in die Seite rein zu feuern. Hat auch nicht. Halbwegs hat es geklappt. Der Kampf ist eigentlich jetzt schon verloren. Ich meine, mit dem Gecko-Patten, was soll ich machen? Also, der Kampf ist verloren. Oder vielleicht auch nicht. Die Gegner haben nur noch 5 Leute, wir haben noch 6, aber ich bin jetzt keine sonderlich große Unterstützung, denke ich mal, mit dem Patten eben. Ich kann halt nur versuchen, Signalfeuer einzunehmen. Dazu ist der Patten aber auch teilweise zu langsam. Ich kann hier versuchen, noch die Gegner ein bisschen aufzuheizen, noch ein bisschen Zusatzschaden zu machen. Dann stecken sie nämlich von meinen Teamkameraden ein bisschen mehr ein, wenn die da irgendwelche Raketen draufballern oder Plasma oder was auch immer sie dann haben. Ich hoffe, dass wir den Kampf gewinnen. Ich hoffe, dass sie diesen Posten nicht eingenommen kriegen. Und dass der. Oh nee. Der stand da und hat auf mich gewartet, ehrlich. So, der steht da, denkt so, da ist ein Patton oder irgendwas anderes. Warten wir hier mal. Scheiß wir auf die anderen. Hauptsache den. Ich versuche jetzt irgendwie den Posten da hinten einzunehmen. Denn wenn ich hier in die Mitte reinlaufe, bin ich sofort tot. Da sind einfach zu viele. Und den Kerl da hinten. Er hat nicht viel Leben. Ist, glaube ich, AFK. Internetproblem oder was auch immer. Der ist jetzt nämlich raus. Oder hat irgendwas am Handy gemacht. Kann sein, dass er irgendjemanden geschrieben hat. Naja, ist ja auch wurscht. Er ist auf jeden Fall jetzt tot, deswegen nicht mein Problem. Nur ein Abschuss für mich. Naja. Die Feinde erobern jetzt leider den Posten in der Mitte. Aber wir haben immer noch 2 mehr. Oh nee. Bisschen ankratzen konnte ich den Leo, aber mehr kann ich hier jetzt auch nicht machen. Deswegen hau ich lieber mal ab. Weil sonst bin ich ganz schnell Geschichte. Da kommt hier der Carnage um die Ecke. Hau mal die Laser drauf. Oh, das hat wehgetan. Der killt mich. Das killt mich. Nee, ich komme da nicht mehr um die Ecke. Ich komme da nicht mehr weg. Wenn er jetzt um die Ecke kommt, nimmt er mich auseinander. Da kann ich dann auch nicht viel machen. Die Geckos, die haben eine zu lange Entladezeit, sage ich jetzt mal. Ich habe nur noch 2 davon. Und der wartet, bis ich hier um die Ecke komme. Er ist der Letzte. Wir haben gewonnen. Der Kampf ging aber relativ lang. Er versucht jetzt noch was rauszuholen und mich zu killen. Ich mache halt jetzt noch ein bisschen Schaden und sterbe dann halt. Was soll's? Er ist halt der Letzte. Und er wurde jetzt gekillt von Fury. Und steht hier im Galahad. Unser chinesischer Freund. Aber der wird hier ziemlich schnell auseinandergenommen, wenn der Griffin vorgerückt ist. Er versteckt sich hier hinterm Felsen. Jetzt steckt er es richtig ein. Klar kriegt der Griffin jetzt auch was ab, aber wenn das Schild vom Galahad weg ist, dann ist er tot. Dann hat er keine Chance mehr. Und er hält ganz schön lang. Als ich einen Galahad mit Plasma-Bewaffnung hatte, jetzt ist sein Schild weg. Jetzt ist er quasi den Hydras von dem Fujin gnadenlos ausgeliefert. Jetzt angeflogen kommen und ihm sehr wehtun. Er feuert hier weiter tapfer gegen den Rajin. 2 Hydra-Fujins. Aber der Rajin, der hat jetzt zwar ein Schild verloren, aber es hat ihn relativ wenig interessiert. Ich weiß nicht, wohin er jetzt meint zu schießen.
Aber die Fugees, die sollen sich hier mal beeilen. Ja, jetzt ist der weg. Da kommen jetzt so viele Raketen auf ihn geflogen, da kann der jetzt auch nichts machen. Ihr seht, es kommen Salven von Raketen und die bomben ihn einfach ins Jenseits. Der Kampf, der ging jetzt saulange und er hat sogar noch einen, ey. Nee, du. Und die schießen schlau, die sorgen dafür, dass die Raketen so richtig schön um die Ecke fliegen. Was hat das Haus dir getan? Was hat es dir getan? Es hat dir nichts getan. Es schützt dich sogar vor Angriffen und du schießt auf das Haus. Also, unfassbar. Also, hey. Wo das Haus ihm nichts getan hat. Naja, was soll's. Wie schon gesagt, der Kampf ist gewonnen. Sehr nicht knapp. Sehr lange, leider. Ich versuche doch irgendwie zwei Parts aufzunehmen. Scheiß mir mal drauf, ob ich jetzt so viel Zeit habe oder nicht. Die Hydras haben mich auch auseinandergenommen. Also der Kampf, der ging ja fast auf die maximale Länge, ey. Dann, wenn ich nicht sonderlich viel Zeit habe. Dankeschön, Spiel. Dankeschön, Kameraden. Ich war ziemlich weit unten. Naja, in der Mitte. Goldene Mitte. Geht auch. Ich hau mal den Petten hier jetzt raus. Der nervt mich ein bisschen. Und klopf stattdessen einen Carnage rein. Mit Tridents. Tridents. Ja, auf den Carnage, auf den habe ich vor, Zeus drauf zu machen. Zwei Stück. Aber dafür brauche ich halt noch eine Menge Zeit, bis ich dieses Gold zusammengekratzt habe oder gewonnen habe. Oh, Shenzhen. Shenzhen hat sich verändert. Aber das habe ich ja schon mal gesagt. Ja, gib mir deine Zeus. Gib sie einfach her. Du brauchst sie doch eh nicht. Ja, ich weiß, ich habe dich auch so gesehen. Ich gehe den Posten da hinten einnehmen. Hey, zwei Carnages, die sind sowieso komplett overpowered. Also wenn zwei Carnages auf mich zulaufen, dann haue ich auch mit dem Lancelot ab. Dann haue ich mit allem ab, da habe ich dann keinen Bock drauf. Weil die bomben mein Schild schneller weg als alles andere. Ich benutze ihn jetzt als mein Schild. Ich habe ein schießendes Schild mit ungefähr 100.000 HP. Oh Gott. Ach du heilige Scheiße. Das war jetzt nicht schön. Okay, da kann ich jetzt... Ich bin aufgeschmissen. Jetzt sitze ich hier hinten, laufe ich da lang. Ballern die drei Carnages mit Thunders. Da können wir jetzt eigentlich durchstürmen. Oder wir sterben. Gnadenlos. Also das ist jetzt eine Pattsituation. Die haben hier ihre Death-Buttons. Wir haben hier... Da, die rücken vor. Ich rück mal mit. So meine Kameraden zu unterstützen. Dann sind sie nicht alleine. Drei Carnages sind besser als zwei oder besser als einer. Ich renne mal hier einfach vor. Versuche hier ein bisschen zu ballern. Auch wenn es jetzt nicht viel bringt. Keiner weniger. Zwei weniger. Drei weniger. Come on. Auch noch von Spirals. Super. Auf jeden Fall will ich Zeus auf meinen Carnage haben. Unbedingt. Also ich habe dann quasi alles, was ich haben kann, außer einen Anchille-Schild, Anchille, wie auch immer das ausgesprochen wird. Dann habe ich alles, was ich will. Dann brauche ich halt noch den fünften Platz. Wenn ich den habe, dann bin ich komplett glücklich. Dann muss ich halt noch alles schön auf Maximum leveln. Dann passt die Sache. Und diesen Kampf, der sieht momentan sehr gut für uns aus. Wir haben die Gegner ziemlich stark zurückgedrängt mit den drei Carnages. Ich schütze dich hier mal. Dann kannst du da hinten weiter feuern. Ich nehme hier den Kumpane hier raus. Er hat keine Chance. Der hier hat wenig Chance. Die hauen jetzt hier ab, wenn ich hier komme. Kluge Entscheidung. Aber ich sollte hier nicht weiter vorrücken, ohne mich auf den hier zu konzentrieren.
Jetzt werde ich von zwei Seiten angegriffen. Ich will den Crunch hier raus haben, auch wenn ich jetzt hier drauf gehe. Ja, ich werde hier drauf gehen. Leider. Aber wir haben ja noch ein bisschen was. Ich konnte wenigstens dafür sorgen, dass sie den Posten nicht zurück einnehmen können. Also ganz zurück einnehmen können. Ich laufe jetzt hier einfach mal mit dem Galahad links entlang. Und unterstützt den Griffin. Ne, der kriegt es allein gebacken. Wer ist denn das? War das jetzt der Carnage oder der Gareth? I don't know. Was soll's. Hier geht er auf jeden Fall dann nicht mehr lang. Ah, ich habe gedacht, der ist irgendwie... Ah, der Gareth. Überraschung. Ah, schlecht mir wegen gerechnet. Dann nehmen wir den hier auch noch raus mit den Pinatas. Ein Schild hier vor. Warten, bis die Natas nachgeladen haben. Pumpen den hier noch weg. Sterben. Wechseln dann auf den Carnage. Und hoffen, dass wir mit dem noch ansatzweise Schaden machen können. Aber ich war es so bezweifeln, dass ich da irgendwas noch hinkriege. Dass ich irgendwie noch nah genug dran komme. Denn der Kampf ist gewonnen. Und Sieg für uns. Schneller Sieg. So schnell hätte der erste Kampf sein müssen. Dann wäre es perfekt gewesen. Aber so geht's dann halt auch. Naja, Schaden gemacht habe ich jetzt nicht sehr viel. Immerhin war ich auf dem ersten Platz. Zwar nicht mit viel Abstand, aber immerhin. Da waren zwei aus dem gleichen Clan, die aber nicht zusammen Zug gefahren sind. Also Gold habe ich jetzt, Silber habe ich jetzt, wie ihr gleich seht, auch nicht mehr sonderlich viel. Zwei Tagesaufgaben erledigt. Ich habe fünf übrig. Ne, vier habe ich übrig. Jetzt habe ich noch zwei übrig. Ja. Ja. Also wir sehen uns dann bis in einer Woche, zwei Wochen. Ich weiß es nicht, wie schon gesagt. Kann eine Weile dauern. Und bis dahin, ciao.